Verehrte Herren und Festgäste, meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich wieder einmal hier in Sittendorf sein darf. Ich darf heute in meiner Funktion als Präsident des Niederösterreichischen Fußballverbandes die besten Glückwünsche übermitteln. Zur Verstärkung, da sind fast die halben Hauptgruppenobmänner mitgekommen, das ist nicht selbstverständlich. Das zeigt die Bedeutung des Vereines im Niederösterreichischen Fußballverband und es freut mich wirklich, dass ich hier sein darf. Ich wäre lieber, ich war vor ein paar Jahren da gewesen in meiner Funktion als Leiter der Sportabteilung, das ist leider nicht ausgegangen. Aber gut, es sind gewisse Umstände, die manche Projekte verzögern. Es ist ja nicht so selbstverständlich, heute Bauwerke zu errichten. Das gilt für alle Bereiche, das gilt natürlich auch für Sportanlagen. Auf der einen Seite wollen die Leute den Lärm nicht im Zentrum, da sollen die Buben weg. Siehe diese Woche wieder Zeitungsmeldungen, Wohnhaussiedlungen in Wiener Neustadt. Kinder sind unerwünscht, machen Lärm, wenn sie Fußball spielen. Auf der anderen Seite siedeln wir nach draußen. Was ist dann? Haben wir wieder Probleme mit dem Umweltschutz, egal was das auch immer ist. Ja, jeden Recht getan geht heute fast nicht mehr. Das ist gar keine Frage. Das gilt natürlich besonders für den Bereich rund um Wien, wo wir die größten Probleme haben. Auf der einen Seite steigende Bevölkerungszahlen, auf der anderen Seite der Wunsch, die Kinder sollen sich bewegen. Nur in Turnsälen einzusperren, das wird nicht gehen. Wir brauchen natürlich die Bewegung in der gesunden Luft und da braucht man natürlich Raum dazu. Dass natürlich all diese Forderungen ein bisschen Geld kosten, das ist auch selbstverständlich. Der Sportstättenbau von früher ist nicht der Sportstättenbau von heute. Und wenn ich heute eine ordentliche Sportanlage errichten möchte, kostet das natürlich seinen bestimmten Betrag, das ist gar keine Frage. Nur was hier passiert ist, das ist nicht selbstverständlich, meine Damen und Herren. Es sind heute die Kosten angesprochen worden. 1 Million Euro, das klingt viel, ist es aber nicht. Was hier geschaffen wurde, ist bei weitem wertmäßig mindestens ein Drittel mehr wert. Wenn heute eine Sportanlage in dieser Größenordnung errichtet wird und wenn nicht die Eigenleistung des jeweiligen Vereines da sein würde, würde diese Anlage mindestens 1,5 Millionen Euro kosten. In der Größenordnung bewegt sich das Ganze und dass man so wie in dieser großen Familie hier man Leute hat, die auch das nötige Können haben, dass sie aus ihren bisherigen Berufen einbringen können, um die Kosten zu minimieren, ist nicht selbstverständlich. Das ist ein einmaliger Glücksfall. Ich kenne sehr viele Anlagen, die in Niederösterreich errichtet worden sind, aber so wie hier, das findet man wirklich selten. Und ich kann euch dazu wirklich nur recht herzlich dazu gratulieren. Auf der anderen Seite, wofür machen wir das? Ihr seid schon angeklungen, für unsere Jugend. Der Niederösterreichische Fußballverband unterstützt natürlich die Bemühungen der Vereine. Wir fangen bei den 7-, 8-Jährigen an. Wir unterstützen die Vereine durch die Trainerausbildung, durch die Unterstützung natürlich in den verschiedensten Bereichen. Unsere Mittel und Möglichkeiten sind auch begrenzt. Das Ganze funktioniert nur dann, wenn sich Eltern finden, ehemalige Fußballer, auch Mütter, die mithelfen, dass die Kleinen auf die Plätze kommen und wirklich in Bewegung gebracht werden. Und dafür auch meine herzliche Gratulation, dass es hier passiert und funktioniert. Und es ist so selbstverständlich angeklungen, dass es einige Gemeinden sind, die hier kooperieren. Wir reden heute im Lande von Kooperationen. Hier wird es gelebt. Meine Gratulation auch dazu. Und eins freut mich wirklich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf, heute als Präsident, dass ich das erlebt habe, dass diese wunderschöne Anlage errichtet worden ist. Eines hat es Gutes für sich, dass es gedauert hat. So schön haben wir es ursprünglich uns nicht planen getraut. Es ist schöner geworden als in den ersten und weiteren Plänen. In diesem Sinne, alles Gute, viel Freude und ich wünsche natürlich auch nur nicht nur Gastgeschenke an die Gastmannschaft wie am letzten Freitag, sondern natürlich auch erfolgreiche Wochenende und mit viel Freude an dieser Anlage. Alles Gute für die Zukunft. Danke. Ich darf einmal mit einem Gedanken, den darf ich mal voranstellen, der ist gerade beim Herrn Hofrat und Präsidenten wieder angesprochen worden. Wenn man hört, dass es 1 Million Euro gekostet hat und wenn man durchgeht und schaut, was hier geleistet wurde, dann kann man das kaum glauben. Weil wenn man so diese Kostenvoranschläge, gerade auch die Bürgermeisterkollegen werden das wissen, was oft schon Kleinigkeiten ausmachen und wie wenig in Wahrheit heute in manchen Relationen 1 Million Euro ist, dann ist euch etwas Unglaubliches gelungen, in welcher Qualität, in welcher Größenordnung hier eine wunderbare Sportstätte gelungen ist. Und es geht natürlich nicht nur dann, wenn man klug plant und offensichtlich auch mit ehrenamtlichen Bauleiterinnen und Bauleitern und Controllern es zu tun hat, sondern dass der Verein ganz offensichtlich sich nicht nur auf den Sport, sondern auch viel, viel mehr konzentriert hat und eine ganz großartige Zusatzleistung hier in den letzten Jahren erbracht hat.
Ich bin aber sehr überzeugt, wenn der Obmann hier das Versprechen abgibt, wir passen auf diesen Platz gut auf, dann weiß man, dass es beim SV Wienerwald auch wirklich der Fall sein wird. Ihr seid diejenigen, die hier schon im Bau unglaublich behutsam vorgegangen sind und denen man auch zutraut, dass ihr diese Anlage viele Jahre und Jahrzehnte sehr, sehr gut behüten werdet und dass diese Investition in den Sport gerade bei euch unglaublich gut aufgehoben sein wird. In dem Sinne ist es mir eine ganz, ganz große Freude und Ehre, auch sozusagen die offizielle Eröffnung nunmehr vorzunehmen. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir jetzt rausgehen, die Segnung vorgenommen werden wird und wir euer gemeinsames, großartiges Werk uns auch anschauen können. Alles, alles Gute für die Zukunft, sowohl im sportlichen als auch im gesellschaftlichen Sinn. Ich freue mich wirklich, heute mit euch diesen schönen Tag begehen zu können. Lasset uns beten, allmächtiger ewiger Gott. Alles, was du geschaffen hast, ist gut und nichts ist verwerflich. Wenn wir es mit Dank von deiner Güte entgegennehmen, es wird geheiligt durch dein Wort und unser Gebet. Dich loben wir und dich preisen wir. Dir danken wir für deine Macht und Güte. Segne diese Sportanlage, damit alle, die sie benutzen, nach deinem Willen gebrauchen, im Glauben wachsen und von dir Hilfe und Schutz erfahren. Das erbitten wir von dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gott, unser Vater, du Ursprung alles Guten, was wir sind und haben, kommt von dir. Lehre uns, die Wohltaten deiner Güte zu sehen und gib, dass wir dich mit aufrichtigem Herzen und mit allen unseren Kräften lieben. Das erbitten wir von dir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Und das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Danke für diese Gemeinschaft. Der geliebte Sohn ist am Kreuz gestorben, um alle Menschen zu erlösen. Wir bitten dich, segne dieses Kreuz und diese Räume und stärke unseren Glauben, damit wir in der Torheit des Kreuzes deine Macht und Weisheit erkennen, in Ewigkeit teilhaben an der Frucht des Todes und der Auferstehung deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.